So, zwei weitere Geister, die auf uns gewartet haben, Kito und Kina. Nun, es ist seltsam, es war in meiner Tasche. Brauchst du Hilfe? Wenn du keins hast, geht es nicht. Du musst es zu Una bringen. Oma Una wird alt und kann sich an vieles nicht mehr erinnern und hat kürzlich begonnen, über ihre jüngeren Tage zu sprechen. Sie sprach immer von Blumen und sagte, es seien Blumen aus dem Nebel in Übersee, wunderschöne Blumen in verschiedenen Farben. Dann hatte ich eines Tages einen Traum. Ich träumte, dass sich der ganze Nebel auf der Insel lichtete und auf der anderen Seite des Meeres große, schöne Häuser standen, nicht aus Holz, nicht aus Gold. Ich auch, ich auch. In diesem Traum erklomm ich einen hohen Berg, kletterte auf einen großen Baum und pflückte viele schöne Blumen. Ich hatte sie noch nie gesehen, aber ich wusste, dass es die Blumen waren, die Oma Una wollte. Aber die Blumen waren zu viel und zu schwer, sodass ich vom Baum fiel und immer weiter fiel und immer weiter fiel. Und dann wachte der Traum auf. Nicht, weil du gierig bist. Ich habe dir schon so oft gesagt, dass es genug ist. Es ist genug und ich bin mit dir hingefallen. Meine Taschen sind leer. Nichts. Wie kann ich so zu Una zurückkehren? Ich bin wieder da. Sind diese Blumen genug? Oh. Das sind die Blumen. Genau das gleiche wie in meinem Traum. Danke. Kita machen wir. Nachdem wir Oma Una besucht haben, gehen wir an den Strand im Osten. Von dort aus kannst du den Shōrai-Schrein sehen. Der Chirai-Schrein, also echt. Okay, also Kita und Kina haben wir doch noch nicht abgeschlossen. Die sind hier nochmal. Ich zeige euch gleich die Location. Und wahrscheinlich muss man sie nochmal finden. Ich danke dir, wir bringen die Blumen gleich zu Oma. Sonst auf die andere Seite des Berges gehen, im Südwesten auf der Otake-Ebene. Ich kenne deinen lustigen Ort. Im Südwesten der Otake-Ebene. Okay. Wir haben sie. Wir haben sie. So sieht man sich wieder. Hallo nochmal. Ich bin noch hier. Weiß, wofür diese Steine sind? Kito weiß alles. Wofür? Großvater zufolge sind diese Grabsteine, die die Geister der Toten anlocken sollen. Die Geister, die nach dem Tod verloren und zurückgelassen werden, werden immer von diesem großen Stein angezogen und erwachen hier aus ihren Träumen. Dann wandern sie auf der Insel herum, auf der Suche nach jemandem, der ihnen ihren Herzenswunsch erfüllen kann. Einmal gefunden, würden sie diese Person verfolgen, bis der Wunsch in Erfüllung geht und sie von dem Mann mit dem Boot abgeholt werden. Einige von ihnen sind gute Geister, andere sind böse. Also ja, wer nachts im Nebel spazieren geht, muss seinen Clan-Namen laut vor solchen Felsbrocken verkünden. Diejenigen, die sich an ihre Vorfahren erinnern, haben immer mehr Mut als die einsamen Geister. Und wenn diese toten Geister von der Blutlinie der Lebenden erfahren, werden sie beschämt abziehen und nichts mehr verlangen. Nun, da Spiels da von außen kommt und keine einschlägigen Clan-Namen hat, was passiert dann, wenn böse Geister kommen? Hey, macht nichts, hab keine Angst, ich kann dich beschützen. Kina will auch mitmachen und die bösen Geister verscheuchen. Auf der anderen Seite des Flusses ist die goldene Eiche, die goldene, wie hieß sie noch? Goldener Fisch, weil Fisch lecker ist. Ich habe die Blumen, die du wolltest. Du hast dich also erinnert, ich danke dir. Danke sehr. Wir gehen auf die Südseite des Flusses, um die Muscheln zu sammeln. Auf Wiedersehen. Kina will nicht in den Fluss, das ist gefährlich. Auf die Südseite des Flusses. Oh, lol. Hallo, Kito will heute nicht reden. Was ist denn? Schon gut, lass mich nur allein. Schau, er ist wieder so und hat schlechte Laune. Was ist passiert? Kito, ärgere dich nicht. Es tut mir leid, ich hätte nicht wütend auf dich sein sollen. Keine Ursache. Der goldene Onkel drängt uns wieder an Bord zu gehen und spricht davon, zum goldenen, glitzernden Haus zu gehen, wo es keinen Nebel gibt. Ich gehe nicht, ich habe ja Oma Una, die mir Gesellschaft leistet. Er hat nicht nur mit uns gespielt, er hat nichts Interessantes gesagt, er hat uns nur immer wieder gedrängt zu gehen, es war unheimlich. Außerdem ist es ja nicht so, dass wir nicht gehen, wir haben nur Angst, dass Oma Una sich Sorgen macht. Immer eine Sakura-Blüte geben. Echt funny. Kito, ich kenne einen tollen Ort für Abenteurer. Es befindet sich in einem Nest auf der Nordseite des Tsimshatsui-Berges und ist sehr privat. Es heißt Kanaberg. Auf der Nordseite des Kanabergs. So, der letzte Aufenthaltsort von Kito und Kina. Na, Nordseite vom Kanaberg, das ist eine sehr schlechte Beschreibung. Also, es ist hier in dieser Schlucht. Ihr seht sie auf der Minimap ungefähr. Also, ja, hat wieder mal recht lange gedauert, die zu finden. Hallo, brauchst du noch Sakura-Blüten? Danke, aber diesmal brauche ich nichts. Wir gehen von hier weg, dorthin, wo es keinen Nebel gibt, zum goldglitzernden Haus mit dem Boot. Aber bevor ich gehe, danke ich dir. Und nebenbei, bitte gib das Oma Una.
Gib ihr das in die Hand und sie wird sich frei fühlen, mit uns zu kommen. Ich zähle auf dich. Danke. Uff. Abgeschlossen. Oh, what a cute treasure coffin. Alright, nice. Ja gut, dann verabschiede ich mich hier von euch. Das wird eine große Arbeit, das zusammenzuschneiden. Aber jo. Viel Erfolg bei der Quest. Ich hoffe, ihr findet die beiden schneller, eventuell durch meine Hilfe. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.